500.000 Aufrufe hat die deutschsprachige Wikipedia pro Stunde. Die Online-Enzyklopädie gehört zu den meistbesuchten Internetseiten der Welt. Und sie finanziert sich ausschließlich aus Spenden. 7,7 Millionen Euro spendeten die Deutschen allein im letzten Jahr. Was viele Spender nicht wissen, dieses Geld fließt nicht nur in das Online-Lexikon, sondern auch in viele andere Projekte. In die Zitate-Sammlung Wikiquote zum Beispiel. Oder in politische Lobbyarbeit, etwa für ein moderneres Urheberrecht. Obwohl es in den Werbebannern immer nur heißt, spendet für die Wikipedia. Für Pavel Richter vom Verein Wikimedia Deutschland ist das kein Widerspruch. Natürlich verwenden wir Wikipedia als das Flaggschiff und auch als das bekannteste Projekt, insbesondere auch im Fundraising. Wenn Sie einen Spendenaufruf von Greenpeace sehen und da wird der Rainbow Warrior gezeigt. Natürlich ist ja allen bewusst, dass nicht das gesamte Geld in die Förderung dieses Schiffes geht. Viele Wikipedia-Autoren sehen das aber ganz anders. Martin Barmann schreibt seit 9 Jahren für die Enzyklopädie. Und weil die Menschen für die Wikipedia spenden, sollten mit diesem Geld vor allem die Autoren unterstützt werden. So ein bisschen glaube ich, und das ist auch menschlich, ist es immer so, dass die Wikipedia-Autoren, die ja eigentlich nichts von dem Geld sehen, dass da gespendet wird, die Inhalte bereitgestellt haben, teilweise wirklich mit langer Recherche, dass die dann sagen, okay, da müsst ein bisschen von dem Geld rüber zu der Community und für Technik und für alle möglichen Projekte. Die Spenden für die Wikipedia sammelt die gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft ein, eine Tochter des Wikimedia Vereins. Die eine Hälfte des Geldes wandert an die Wikimedia Foundation in den USA. Dort steht die ganze Technik. Auch die deutschsprachige Wikipedia-Version ist dort abgespeichert. Die andere Hälfte des Geldes geht an Wikimedia Deutschland. Von dieser Hälfte wiederum unterstützt der Verein mit 22% direkt die rund 7000 aktiven Autorinnen und Autoren in Deutschland. Zur Anschaffung von Fachliteratur etwa oder für Reisekosten. Das ist nicht wenig. Ein Drittel fließt in die technische Weiterentwicklung. Personal und Verwaltung benötigen 15%. 16% die politische Lobbyarbeit und die Bildungsprojekte. Denn Wikimedia Deutschland will nicht nur das Lexikon und die anderen Wiki-Projekte weiterentwickeln, sondern sich auch politisch und gesellschaftlich engagieren. Wikimedia-Aktivisten werben in Schulen für freies Wissen und für die Mitarbeit an der Wikipedia. Und dass sich der Verein für ein neues Urheberrecht einsetzt, soll auch dem Lexikon nützen, weil dann mehr Fotos und Videos in der Wikipedia eingebaut werden können. Jens Best, Präsidiumsmitglied bei Wikimedia Deutschland, bestreitet daher, dass der Verein die Autoren vernachlässige. Für ihn gehört das zusammen. Die Verbesserung des Online-Lexikons genauso wie das politische Engagement. Angenommen, wir haben einen Sportverein. Ja? Ein Sportverein mit einem sehr erfolgreichen Fußballclub. Dieser Sportverein sammelt Gelder und ich denke mal, die meisten Menschen werden einfach Fans von dem Fußballverein sein. Aber das entbindet den Verein nicht davon, sich ab einer gewissen Größe nicht nur um seinen tollen Fußballverein zu kümmern, sondern eben auch um die Rahmenbedingungen, damit Sport besser in der Gesellschaft seinen Platz findet. Doch für diese vielen Aufgaben braucht Wikimedia Personal. In der Berliner Zentrale arbeiten mittlerweile 60 Menschen, 40 davon Vollzeit. Einige halten diese Personalstärke für einen aufgeblasenen Wasserkopf. Andere, wie Spiegelredakteur Konrad Lischka, finden, das seien für die vielen Aufgaben eher noch zu wenige. Wenn diese 40 Mitarbeiter sowohl die Community organisieren wollen, neue Leute ranholen wollen, gleichzeitig die Politik beeinflussen wollen, dann sind es viel zu wenig Leute, es ist viel zu wenig Budget. Ich glaube nicht, dass ein Verein das wirklich alles schlagkräftig mit dieser Ausstattung erreichen kann. Hinzu kommen eine Reihe ungelöster Probleme. Die Zahl der Autoren stagniert, der Frauenanteil ist viel zu gering. Und die Benutzeroberfläche zum Erstellen und Bearbeiten der Lexikon-Einträge ist für Einsteiger abschreckend kompliziert. Einige Autoren an der Basis haben daher den Eindruck, dass dem Verein die hehren Ziele längst viel wichtiger sind. Auch Martin Barmann sieht das so. Ihm geht es nicht nur darum, dass die Autoren mehr finanzielle Unterstützung bekommen. Für ihn hat politisches Engagement nichts mit dem zu tun, ein Online-Lexikon weiterzuentwickeln. Also ich zum Beispiel möchte gerne Artikel schreiben, möchte Inhalte erstellen und nehme halt diese ganzen Diskussionen drumherum natürlich wahr. Aber es ist nicht mein Hauptziel, jetzt Politik zu machen, ja, für freies Wissen oder so. Ich würde es für sehr wichtig halten, wenn man auch in Zukunft sehr viel mehr auf die Community zugeht. Es ist ein freiwilliger Spagat, den die deutsche Wikimedia bewältigen muss, zwischen dem Betrieb des beliebten Online-Lexikons und dem viel weitergehenden Einsatz für freies Wissen.
Ob der Verein beides bewältigen kann, muss sich zeigen. Klar ist, wer für die Enzyklopädie spendet, finanziert einen ganzen Strauß weiterer Aktivitäten mit, ob er will oder nicht.